Zeit. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie immer hoffe ich, dass es dir gut geht und ich wollte dir heute mal einen super tollen Herbstlook vorstellen, den ich zuvor noch nicht geschminkt habe. aber ja, und ich versuche mich auch zu beeilen. Und genau, ich werde mich hier schminken, because I have dort einen Spiegel. Und werde das dann gelegentlich immer schön in die Kamera halten. Was ich als erstes gemacht habe, ist, ich habe die kleine süße Nivea-Creme aufgetragen, damit die Haut ein bisschen geschmeidiger ist. Als nächstes, was ich immer mache, ist, ich nehme meinen Lieblingsprimer und setze mir den hier auf die Handfläche. So. Und nehme dann meine Foundation, die hier, die müsstet ihr ja alle kennen, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt. Wenn nicht, dann bin ich sehr böse. Und wie ich auch in dem letzten Video gesagt habe, mische ich das immer mit einer dunkleren Nuance. Das Ganze sieht dann so eklig aus, aber wir mischen das mal. Und somit haben wir schon den Primer und das Make-up. Ja, die Farbe geht auf jeden Fall. Und das Ganze arbeite ich jetzt ein. Am besten im Schnellformat. Als nächstes nehme ich meinen Concealer, den ihr auch kennen solltet. Mache davon wirklich nur wenig. Dafür wird die kleine Spitze hier benutzt und eingearbeitet. Den Rest verteile ich dann immer noch so aufs Augenlid. Aber wir brauchen den Concealer gleich eh nochmal für unsere Augenbrauen, die wir jetzt machen. Als erstes benutze ich diesen Stift von Manhattan, den Browtastic, den ich wirklich nur empfehlen kann. Und kämme mir meine Augenbrauen mal so richtig durch. Und da ich keine schwarzen Augenbrauenprodukte benutze, sondern nur dunkelbraune, damit es einfach ein besseres Ergebnis erzielt, fülle ich meine Augenbrauen. Ich versuche euch das mal zu zeigen, wenn ich den Spiegel mal hier hinhalte. Ich hoffe, das seht ihr gut. Ich fülle die wirklich nur damit aus. Sieht man das? Das Ganze hat natürlich dann einen natürlichen Look, wie ich finde, anstatt ich die mit dem Puder ausmale. Jetzt kämme ich die ganzen nochmal schön durch und verwende im Anschluss noch das Trended Up Eyebrow Puder in Waterproof. Das Ganze sieht so aus. Eigentlich benutze ich den Mini-Applikator hier nicht, aber ich will ja nur den Halt haben. Gehe damit nur über die Härchen. Oh, wow, draußen ist ja voll der Sturm. Jetzt nehme ich nochmal meinen Concealer und nehme wirklich nur so ein Mini. So, als nächstes machen wir dann, ich wage mich an die Augen.
Okay, ich habe mir etwas vorgestellt mit Rot, Braun, Orange, so typisch herbstlich. Habe mir da einige Paletten und ich arbeite ja gerne auch mit Lippenstiften, wie ihr wisst. Hier haben wir ein paar schöne Farben, die ich benutzen würde. Auch der Braunton ist sehr schön. Normalerweise machen wir immer einen Ombre-Look, das heißt von hell nach dunkel. Aber ich möchte diesmal mein Augenlid dunkel haben. Oder hell, aber wir machen es einfach. Leute, wir reden nicht, wir machen einfach, okay? Wir machen erstmal eine Base. Die Base mache ich immer mit dem hier, der schon fast leer ist. Und mit der Base mache ich direkt nochmal eine kleine Schattierung, würde ich sagen. Indem ich in diese Farbe hier gehe. Und mache das für meinen Augenwinkel. Ungefähr so. Ich denke, so können wir starten. Ich möchte mich dann doch an dieses schöne Rot wagen. Es ist zwar nur ein Lip Liner, aber hey, man kann alles benutzen. Anstatt mir das auf die Lippen zu schmieren, schmier ich es mir auf die Augen. So, werde das jetzt ein bisschen versuchen zu verblenden. Ich muss sagen, der ist mir echt noch ein bisschen zu pink. Also, Mensch. Aber kein Problem. Ich versuche ein bisschen mich an Orange zu tasten. Gehe jetzt nur mit den Orangetönen, den helleren, nach oben und ziehe das durch. Mit dem Braun nochmal schön. Knalliger machen. So, jetzt haben wir so einen richtig schönen herbstlichen Look und ja, ich wollte mich eigentlich an einen Cut Crease wagen. Ich finde den Übergang aber so schön und bin am Überlegen, ob ich nicht dann einfach ein bisschen mit Gold arbeite. Ich habe einmal so ein herbstliches Bronze Gold von, was ist das für eine Marke? Ich weiß es gar nicht, Glam Cream Color. Ich weiß nicht, wovon das ist. Also das würde sehr, 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 sehr gut sein. Oder ich arbeite wirklich mit Highlightern beziehungsweise einen goldenen Lidschatten. Aber irgendwie gefällt mir dieses Bronze gerade am besten. Also entweder ich würde hiermit oder hiermit arbeiten. Ich finde gerade beides so schön. Wir können ja schauen, ob wir mit beiden arbeiten können. Nehme ich einen Pinsel, einen gröberen und tupfe ihn mit Gold und betupfe mal mein Augenlid. Ich bin mal gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich werde nochmal hier mit dem Gold einfach mal den unteren Wimpernkranz nachgehen. Erstmal mache ich einen kleinen Eyeliner-Strich und zwar mit dem Catrice Liquid Liner Waterproof. Das ist der hier.
Aber dafür brauche ich echt meine Ruhe, Leute. Sonst kann ich das echt nicht. Bei dem Auge ist mir das gut gelungen. Ist die Frage, ob ich noch einen Wing mache oder nicht. Weil wir kennen das ja alle. Wir verkacken den ja gerne. Oh, Leute, ich habe noch nie so schnell und so gut einen Eyeliner-Strich hinbekommen. Tada! Voll gut gelungen. Ich bin happy. So, ich versuche jetzt das Video ganz, ganz schnell noch fertig zu drehen. Meine Kamera ist ständig erschöpft. Also, wir haben die Base. Wir machen jetzt mit meinen Wimpern mit der Kontur weiter. Wir machen mit der Kontur weiter. Und zwar benutze ich da meinen Konturstift von Alverde. Den finde ich super, super gut. So, und verblende das Ganze einfach. Einfach verblenden. Als nächstes machen wir ganz schnell mit den Lippen weiter. Da benutze ich das Produkt von Revlon Color Stay Overtime Lip Color. Das ist einer, der ist erst matt. Und dann kann man den aber auch glossy machen. Dann machen wir mit Highlighter weiter. Und zwar werde ich meinen goldenen Highlighter von Revlon benutzen. Werde mit dem Finger ein bisschen unter meine Augenbraue highlighten. Was ich vergessen habe, ist Kajal und die Wimperntusche. Da benutze ich die Essence Better Work Mascara. Mega toll, mag ich unglaublich gerne. Jetzt mache ich noch ein wenig von meinem Blush, den hier von MAC. Um einfach ein wenig frischer auszusehen. Als Lippenfarbe wollte ich gerne vielleicht den hätte ich drauf haben können oder den. Also man könnte das auf jeden Fall mit den herbstlichen Farben noch kombinieren. Ich finde meinen Look super. Ich kann euch auch als absoluten Herbstduft-Parfüm empfehlen. War das Deutsch? Also ich kann euch dieses Parfüm empfehlen von Beyoncé Heat. Ich finde, das ist der perfekte Herbstduft. Und jetzt kämme ich mal schnell meine Haare durch. Und das ist mein fertiger Herbstlook. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das für heute und mit diesem Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.